Hi und schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, wie du sehen kannst, ich bin fällig. Ich glaube, meine Nägel sind jetzt fast 4 Wochen alt. Und ja, es sieht wirklich grauenvoll aus. Ich bin überlegen, ob ich heute was mit viel Farbe mache. Ich kann mich noch nicht so recht entscheiden. Darum, wenn du einfach mal sehen willst, wie die nachher die Nägel aussehen, dann bleib einfach dran. So, ich musste noch mal kurz was wegknipsen, was mich gestört hat. Hier kannst du die Farbe sehen. Ich denke, dass das auch schon so reicht. Sollte ich aus dem Bild sein, dann tut mir das leid. Und ich finde, das passt irgendwie jetzt zur Zeit. Wow. So. Ich muss da jetzt ein bisschen aufpassen, weil die Kamera steht vor mir. Also ich denke, ich werde das jetzt mal eben kurz ohne dich fertig machen und dann zeige ich dir das gleich nochmal, wenn ich damit fertig bin mit der Farbe. So, hier siehst du jetzt die Farbe. Wie gesagt, normal trage ich so eine Farbe eigentlich gar nicht, weil ich finde, das sieht bei mir irgendwie nicht aus, aber die Farbe gefällt mir wirklich gut. Jetzt zeige ich dir, was die nächste Farbe wird und zwar ist das einmal die 182. Ich finde, die kann man gut zusammen kombinieren, die zwei Farben. Das werden jetzt halt die beiden. Ich gucke, dass ich dich jetzt wieder ein bisschen mitnehme. Ich denke mal, an einem Finger werde ich das machen. Denke, dass ich das zum Teil machen kann, dass ich dann wahrscheinlich gleich wieder die Kamera ausmachen muss. Aber ich finde halt, es würde richtig gut passen. Ja, und ich muss jetzt gleich jetzt erstmal in Ruhe zu Ende machen, aber ich finde, das sieht schon gar nicht schlecht aus. Melde mich dann, wenn ich weitermache. So, so sehen die Farben aus. Moment, ich mache es mal ein bisschen weiter. Hab meine Lieblingssticker benutzt und zwar sind das die hier. Die bekommt ihr auch bei Monika in verschiedenen Farben. Ich werde natürlich wieder alle Daten von Monika in die Infobox packen. Und ich finde die super. Ich liebe diese Sticker, weil hier gibt es eigentlich keine anderen mehr. Werde mir jetzt aber die Nägel noch matt machen mit dem Quick Finish Extreme Matt. Und dann, wenn ich die dann ein bisschen eingeölt habe, dann sehe ich dich wieder. So, hier kannst du mein Ergebnis sehen. Ich bin mit dem Mattversiegler super zufrieden von der Monika. Mir reicht das so, mir gefallen die richtig gut. Wie gesagt, ist für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das nicht so meine Farben sind eigentlich. Aber ich finde, wie gesagt, die Kombi ist richtig gut. Ja, falls dir die Kombi gefällt, kannst du mir das gerne natürlich in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye!